Im ersten Teil dieser Sendung zeigen wir Ausschnitte aus mehreren NS-Propagandafilmen und NS-Spielfilmen, die damals in den Kinos gelaufen sind und für die Partei werben sollten. Zum besseren Verständnis des folgenden Beitrages ist es wichtig, Folgendes zu wissen. Die Montage, die Sie anschließend sehen werden, besteht aus Teilen damaliger Dokumentar- und Spielfilme und wendete sich nicht nur an die Gruppe, die sowieso hinter der NS-Ideologie stand, sondern wollte auch den Kreis von Jugendlichen ansprechen, die noch etwas abseits standen. Aber was uns heute hier besonders interessiert, ist die Frage, kann ein solcher Film die Jugend von heute noch ansprechen? Kann er irgendeine Wirkung auslösen? Und wenn ja, welcher Art ist diese Wirkung? Wir wollen also die Filme zunächst für sich selbst sprechen lassen. Aus diesem Grunde haben wir dann auch auf einen eigenen Kommentar verzichtet. Meine Pflicht zu tun. In Liebe und Treue zum Führer. Wir wollen, dass dieses Volk dereinst wieder erleben wird. Und ihr müsst euch schon in jüngsten Jahren zu diesem Begriff der Ehre bekennen. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl. Das Ulmer Münster sammelt Marine-Hitler-Jugend mit Eifer Schallplatten für unsere U-Boot-Fahrer. Großadmiral Dönitz, der erfährt, dass die Ulmer Jungen mehr als 3000 Schallplatten für seine U-Boot-Männer gesammelt haben, ladet eine Abordnung in einen U-Boot-Stützpunkt am Atlantik ein. Zum ersten Mal in den schmalen Gängen eines U-Bootes. Ein Wunschtraum geht in Erfüllung. Vor allem, wenn man durchs Seerohr blicken darf. Neuartige Rennwagen am Start, ohne Öl und Benzin. Dieses Nürburgrennen der Stuttgarter Pimpe jährt sich bereits zum 7. Mal. Achtung, Achtung, hier Start und Ziel. Das Feld kommt gerade in Sicht. Mehr als 10.000 Zuschauer umsäumen die Rennbahn und geben gerne den Groschen als Eintrittsgeld in die Sammelbüchse des BHW. Jedem Erwachsenen lacht das Herz im Leibe bei diesem Eifer unserer Pimpe. Der Rennstart bei fieberhafter Arbeit. Der Höhepunkt, das Rennen der schweren Klasse mit Beifahrern. Danke. Hier die Kalatsch, Lang und Brauchitsch von morgen.
In den Vorläufen haben sie die besten Zeiten gefahren. Jeder Pimp kämpft zäh und verbissen. Bruch! Und trotzdem, es geht weiter! Aufgeben kommt nicht in Frage. Dann eben zu Fuß durchs Ziel. Nummer 53 ist Sieger. Donnerwetter! Jetzt macht er eine Schleife. Ganz groß. Wunderbar hat er das gemacht. Du sag mal, ist das schwer zu lernen? Vom Start zurück. Schneidig war das Vorwerk. Wenn du so weitermachst, da wird noch ein tüchtiger Flieger aus dir werden. Wolf! Also los, Kiste zurück. Vorwerk! Ja! Du, Vorwerk, übernimmst die Hälfte der Jungmannen und versuchst einen anderen Übergang über den Fluss. Wir werden inzwischen einen Scheinangriff auf die Brücke durchführen, um den Gegner abzulenken. So haben wir ihn von zwei Seiten. Mal herhören. Redl meldet, dass die blaue Partei in Richtung des Flusses marschiert. Sie werden also versuchen, über die Brücke zu kommen. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Folgen. Spieß! Ja! Vierter Zug folgt mir! Los, komm, wir müssen hin. Hier geblieben. Wenn wir unseren Platz verlassen sollten, hätte uns Hundertschaftsführer Angermann sicher eine Meldung geschickt. Wollen denn die hier rüberkommen? Wenn das morgen gut geht. Hier kommen wir nicht rüber. Weder eine Brücke noch eine flache Stelle. Zu blöde. Es muss gehen. Wir müssen darüber. Halt mal. Was willst du denn? Wirst du schon sehen. Wenn es einer schafft, dann ist Karl Vorwerk. Da, aufpassen! Na, habe ich es nicht gesagt? Der schafft's. Wenn die hier rüberkommen, dann sitzen wir hier schön in der Tinte. Dann fallen sie uns in den Rücken. Los, lauf zum Hundertschaftsführer und sag, er soll Verstärkung herschicken. Ich will sie so lange aufhalten. Aber wie? Los, Mensch, hau ab, frag nicht so viel. Nicht loslassen, festhalten! Achtung, aufpassen! Diesmal die Rote Partei. Vor allem durch den tapferen Einsatz eines Jungmanns, der in rechtzeitiger Erkenntnis der Lage
Feind von seinem Regierungsmanöver gehindert hat. Jungmann von Rehde! Hier! Vortreten! Bin zufrieden mit dir, Jungmann Rehde. Hundertschaften! Schichtern! Ich überreiche dir als äußeres Zeichen, dass du nunmehr vollständig zu unserer Gemeinschaft gehörst. Diese Waffe, die die Kameraden deines Zuges bereits tragen. Also ich finde es schon mal positiv, wenn Jugendarbeit oder sowas geleistet wird, aber so immer unter Zwang und mit Uniform und mit Führer und für den Führer, das finde ich nicht gut. Ja, bloß du musst ja davon ausgehen, dass es eine ganz andere Zeit war. Die Leute haben ja damals ganz anders gedacht. Die hatten noch ein Nationalgefühl. Also noch darf ich nicht sagen, die hatten ein Nationalgefühl. Und wir leben heute in einer anderen Zeit. Das kann man nicht vergleichen. Wir stehen auf einem ganz anderen Standpunkt. Das wirkt ja auf die heutige Jugend sowieso anders, weil wir das nicht mehr gewöhnt sind. Also die ganze die Kleidung und die Haarschnitt und so weiter. Das ist also wirkt eher lächerlich, sagen wir mal, als ernsthaft. Deswegen kann man nicht auf keinen Fall die gleiche Wirkung erreichen, meiner Meinung nach, wie damals. Habt ihr denn den Eindruck, dass der Werbeeffekt, der beabsichtigt war, für die damalige Jugend erzielt werden konnte? Ja, ich glaube, der ist voll zum Tragen gekommen. Damit wird ja die Jugend direkt angesprochen. Es werden ja Reize angeboten. Das Segelfliegen zum Beispiel ist auch ein wirklich Reiz. Und wie würdet ihr die Wirkung auf die heutige Zeit beurteilen? Na, die Wirkung der Maschinen, also der Segelflugmaschinen, die bleibt natürlich insofern. Nur der Zweck ist, also der damit erreicht werden soll, der wird eben heute, kann ja nicht mehr erreicht werden. Was wir euch bisher gezeigt haben, war nur eine Seite der nationalsozialistischen Propaganda, nämlich der Versuch, die Jugend an den Faschismus zu binden. Die Propaganda erstreckte sich aber auf alle Lebensbereiche, erfasste die gesamte Bevölkerung. Hierzu gehörte die permanente Hetze gegen alle Regimegegner, gegen Juden, Kommunisten und Sozialdemokraten. Und gerade in dieser Hetzpropaganda werden die beiden entscheidenden, weltanschaulichen Kampfziele des Nationalsozialismus erkennbar, nämlich Antisemitismus und Antikommunismus. Ich glaube, wir sollten noch einmal verdeutlichen, welchen Stellenwert, welche Funktion diesen beiden Phänomenen beizumessen ist. Der Antisemitismus und der Antikommunismus dienten dazu, die Bevölkerung zu mobilisieren, gegen humanitäre Skrupel abzuhärten und vor allem die Gewaltpolitik nach innen und außen zu rechtfertigen. Für diese Hetzpropaganda haben wir auch einen Film parat, den wir wiederum ohne eigenen Kommentar mit Originalton zeigen. Nun, während die NS-Jugendorganisationen ihre Romantik und ihre Feste zelebrieren, werden sogenannte Systemgegner verketzert, schließlich deportiert und ermordet. Das Parasitenvolk der Juden stellt einen großen Teil des internationalen Verbrechertums. In der Maske selbstloser Volksbeglücker versprachen sie den Massen goldene Berge, Ablehnung aller höheren Werte, hemmungslose Kritik an den heiligsten Dingen. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Der Jude Tucholsky, einer der übelsten Schmutzliteraten, prägte die Worte, dass der Landesverrat eine Ehre sei und das Heldenideal das dümmste aller Ideale. Der Relativitätsjude Einstein, der seinen deutschen Hass hinter einer obskuren Pseudowissenschaft versteckte. Der Jude Hugo Preuß, Schöpfer der deutschen republikanischen Reichsverfassung. Der Jude Walter Rathenau, Außenminister der Deutschen Republik. Karl Marx, Sohn des Rabbiners und Rechtsanwalts Mardochai. Der Begründer und erster Organisator der Deutschen Sozialdemokratischen Partei war der Jude Ferdinand Lassalle, Wolfssohn. Das ist doch Blödsinn. Wer hat denn damals geglaubt, dass Einstein Pseudowissenschaftler war? Ja, nehmen Sie doch mal Stellung dazu. Sie waren noch dabei damals. Nun, zunächst muss ich sagen, ich war ein Junge damals.
Aber abgesehen davon meine ich, dass auch solche persönlichen Erzählungen nicht viel bringen. Sie sind nicht nachprüfbar und sie geraten leicht in den Verdacht einer Rechtfertigungsgeschichte. Ich würde empfehlen, da lieber Personen des Vertrauens, des persönlichen Vertrauens im häuslichen Umkreis zu befragen. Erschreckend ist, dass sich damals in der deutschen Gesellschaft kaum ein Widerspruch geregt hat. Es gab eine Menge solcher Hetzfilme. Sie allein erklären allerdings noch nicht, warum die deutsche Bevölkerung geschwiegen hat. Notwendig ist deshalb, den Zusammenhang von Terror und Propaganda aufzudecken. Wir werden aus diesem Grunde jetzt auch diese medienkundliche Betrachtungsweise etwas verlassen, um diesen Zusammenhang von Propaganda und Terror als Inhalt mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Wir werden aus diesem Grunde auch auf Filme zurückgreifen müssen, die von privater Seite gedreht wurden oder später von den Besatzungsmächten. Sie zeigen die Verfolgung am Beispiel einer Minderheit. Wir wollen die einzelnen Phasen der nationalsozialistischen Judenverfolgung bestimmen. Es ist ein oft beschriebener Leidensweg, den wir heute allerdings, fast 30 Jahre nach dem Geschehen, unter einer ganz bestimmten Fragestellung nachzeichnen. Kommen jetzt etwa wieder diese furchtbaren Bilder von Leichenbergen und Massengräbern? Es ist nicht beabsichtigt, hier einen Schock zu provozieren. Es geht vielmehr um den Versuch, den Zusammenhang der Funktion und der Konsequenz dieses Völkermordes zu bestimmen. Der Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass die Freiheit oder Unfreiheit einer Minderheit in einem Staat ein genaues Indiz, ein Gradmesser dafür ist, wie frei oder unfrei eine Gesellschaft ist. Mit anderen Worten, je unterdrückter eine Minderheit, desto undemokratischer das Regierungssystem. Die jüdische Minderheit ist hier also, wie gesagt, nur ein Beispiel für die anderen Minderheiten im NS-Staat, die zu Volksfeinden abgestempelt wurden und als religiöse und politische Gegner verfolgt wurden. Die Geschichte des Antisemitismus reicht weit zurück. Für diese Sendung genügt es zu wissen, dass die Juden in Deutschland 1871 bei der Reichsgründung die staatsbürgerliche Gleichstellung erhielten. Und hier nun doch noch ein Hinweis zur medienkundlichen Betrachtungsweise. Der Film, den wir jetzt sehen werden, versucht zu Beginn den Eindruck zu erwecken, als lebten die Juden noch in eigenen Stadtvierteln. Doch fast alle fühlten sich in die deutsche Gesellschaft integriert, als Deutsche unter Deutschen. Die Nationalsozialisten setzen der deutsch-jüdischen Lebensgemeinschaft ein gewaltsames Ende. 1933 wird der Antisemitismus zu einer Art Staatsreligion erhoben. Fortan ist er zusammen mit dem Antikommunismus das entscheidende Instrument zur Mobilisierung und Rechtfertigung der Gewaltpolitik. Propaganda und Terror leiten die erste Phase der Verfolgung ein. Sie wird durch die fortwährende Hetze und schrittweise Ausschaltung der Juden aus fast allen Lebensbereichen bestimmt. Im November 1938 brennen nationalsozialistische Schlägerkolonnen die Synagogen nieder, plündern und zerstören jüdische Geschäfte. Das Pogrom der sogenannten Reichskristallnacht wird von der Propaganda als spontane Äußerung des Volkswillens hingestellt. In Wirklichkeit dient es dazu, die Verfolgung zu verschärfen, die Juden vollends aus der Gesellschaft auszustoßen und zur Auswanderung zu zwingen. Als zu Beginn des Zweiten Weltkrieges die Auswanderung verboten wird und die ersten Vertreibungen stattfinden, Fanatiker auf offener Straße ihren Sadismus an den Juden auslassen, jüdische Nachbarn abgeholt werden, verschließt die Bevölkerung auch weiterhin ihre Augen. Die Propaganda hatte vorgesorgt. Sie hatte klargestellt, dass jede Solidarität und Hilfe, ja schon die Spur von Mitleid, eine Gleichstellung mit den jüdischen Volksfeinden bedeuten und entsprechende Strafen nach sich ziehen würde. Der Terror schreckt ab, zwingt zur Anpassung und stillschweigenden Unterwerfung. Man selbst gehört nicht zu den Opfern, will nicht dazu gehören, nicht das gleiche Schicksal erleiden. Man schaut weg. Es gibt keine Verbindung mehr. Noch sind die sozialen Diskriminierungen nicht voll ausgeschöpft. Auf die moralische Diffamierung und gesellschaftliche Ausschaltung folgt die vollständige Isolierung. Rücksichten auf die Öffentlichkeit brauchen nicht mehr genommen werden. Die Bevölkerung kann aufatmen, sich mit dem Gedanken trösten, vom lästigen Anblick der ausgestoßenen Volksfeinde befreit zu sein. Während die Juden aus Deutschland und Westeuropa in die besetzten Ostgebiete abgeschoben, deportiert werden, sind hier bereits die ersten Maßnahmen für den Völkermord eingeleitet worden. Thank you.
Nur ein Beispiel. Die Geschichte des Warschauer Ghettos. Durch hohe, streng bewachte Mauern, von der Bevölkerung isoliert, zwingen die Nationalsozialisten den Juden eine Lebensweise auf, die eine Vorstufe des Massenmordes darstellt. Die Ghettobewohner sind rechtlos, ihrer Existenzgrundlage beraubt und wehrlos der Willkür ihrer Bewacher ausgeliefert, die nur ein Interesse an der Ausplünderung und Ausbeutung der jüdischen Arbeitskraft haben. In deutschen Betrieben werden die Juden zunächst noch zur Zwangsarbeit verpflichtet. Hier wie auch in den Konzentrationslagern werden Fabriken und Zweigstellen großer namhafter deutscher Industriekonzerne errichtet, die sich an den billigen Arbeitssklaven bereichern. Auch die SS erkennt in zunehmendem Maße die ökonomische Verwertbarkeit der Gefangenen und baut eigene Betriebe auf. Der Terror bedroht bereits die physische Existenz. Bewusst werden ausreichende Nahrungsmittel verweigert, Tausende verhungern. Bewusst werden die katastrophalen hygienischen Verhältnisse nicht geändert, Seuchen brechen aus. Sprunghaft steigt die Sterblichkeit an. Die Isolierung beschert den Nationalsozialisten neue Möglichkeiten der Manipulation. Die von ihnen selbst geschaffenen unmenschlichen Lebensbedingungen im Ghetto werden gefilmt und zur Abschreckung der Bevölkerung vorgeführt. Dass den Müttern ihre Kinder verhungern, weil keine Lebensmittel mehr ins Ghetto gelangen, wird von der Propaganda als Lebensstil der Juden angeprangert. In geradezu perfider Weise werden die vom Tode gezeichneten als leibhaftige jüdische Untermenschen vorgestellt. Die Propaganda hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie weckt nicht nur Angst, ruft Abscheu hervor, sie verschafft der Bevölkerung auch die Befriedigung, anders zu sein, zum auserwählten Herrenvolk zu gehören. So übt der Terror auch hier wieder zwei Funktionen aus. Direkt zielt er auf die Vernichtung der eingeschlossenen wehrlosen Minderheit. Indirekt schlägt er auf die Bevölkerung zurück. Denn an der Behandlung und an dem Leiden der Juden kann jeder ermessen, wie es einem ergeht, der dem System nicht genehm ist. Wer das Ghetto überlebt, wird in die Vernichtungslager transportiert. Noch immer wird dem Opfer der schwache Glaube gelassen, dass ihm wenigstens der Tod erspart, eine Überlebenschance bleibt. Umsiedlung lautet das Versprechen, dass sich korrupte Wachmannschaften noch mit Geld bezahlen lassen. Diese Bilder zeigen die Erniedrigung des Menschen. So unbegreifbar es heute scheint, die Propaganda und der Terror haben eine Hierarchie geschaffen, in der es Menschen gibt, mit denen man schlimmer verfährt als mit Tieren. Andere Juden versuchen zu fliehen, unterzutauchen oder mit einem großen Ghettoaufstand noch einen aktiven Widerstand zu leisten. Grausam wird der verzweifelte Aufruhr in Warschau 1943 niedergeschlagen. Die Reste des Ghettos werden dem Erdboden gleichgemacht, die Juden abgeführt. Oft ist die Frage gestellt worden, wie denn allein die technische Durchführung des Massenmords bewerkstelligt werden konnte, ohne dass ein Aufschrei der Empörung laut geworden wäre. Die Vernichtung wurde genauso sachlich und pedantisch abgewickelt wie die anderen Aufgaben der zuständigen Stellen auch. Die Reichsbahn stellte Transportraum für die Deportierungen, oftmals vorrangig vor militärischen Transporten. Die Architekten bauten Lager, die Chemiker lieferten Giftgas. Wo keine Züge oder Lastwagen zur Verfügung stehen, werden die Juden zu Fuß in die Todesfabriken getrieben. Wenn die Behandlung von Minderheiten Auskunft über die Freiheit eines Staates gibt, welches Ausmaß an Unfreiheit und Barbarei muss dem Faschismus zugeschrieben werden? In den Konzentrationslagern erfährt der faschistische Terror seine letzte Steigerung, wird der letzte technisch perfekte Tötungsakt vollzogen. Hinter den streng bewachten elektrischen Stacheldrahtverhauen, abgeschirmt von der Außenwelt, werden Millionen Menschen eingesperrt, gepeinigt und umgebracht. Nicht allein Juden. Alle Gegner des NS-Regimes werden eingeliefert, die antifaschistischen Widerstandskämpfer, Kommunisten und Sozialdemokraten, Vertreter des Bürgertums und der Kirche, eingesperrt und ermordet werden die Zeugen Jehovas und Zigeuner, Homosexuelle und Kriminelle, ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, Männer und Frauen, Kinder und Greise.
Als die alliierten Siegermächte im Frühjahr 1945 die Konzentrationslager befreien, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens. Namen wie Bergen-Belsen und Dachau, Buchenwald und Auschwitz gehen durch die Weltpresse, werden zum Synonym für die Bestialität und Schreckensherrschaft des deutschen Faschismus. Aber selbst als das ganze Ausmaß des Verbrechens bekannt wird, bleibt der spontane Aufschrei der Bevölkerung aus. Aber das Verhalten der Bevölkerung kann doch unmöglich allein auf die Propaganda zurückzuführen sein. Ja, und wir haben doch in dem Film gesehen, dass viele Leute zugesehen haben und nichts dagegen unternommen haben. Wer war denn eigentlich schuld daran? Sind es wirklich nur die, die direkt daran beteiligt waren? Oder sind es auch die, die es nur geduldet haben und keinen Widerstand geleistet haben? Die Frage nach dem Motiv für den Völkermord lässt sich nicht allein mit dem Hinweis auf die konsequente Verwirklichung einer wahnwitzigen Herrenrassenideologie des deutschen Faschismus beantworten. Ebenso wenig reichen Terror und Propaganda dafür aus. Ja, was käme dazu? Gibt es Hinweise aus der neueren historischen Forschung, die diesen Sachverhalt erhellen könnten? Ja, mit einbezogen werden muss zum Beispiel die Bevölkerung, die zumindest durch ihr Verhalten den Vernichtungsprozess der NS-Führung erleichtert hat. Na, aber es muss doch wie in jeder Zeit gesellschaftliche Gruppen gegeben haben, die dazu aufgerufen gewesen wären, dem Einhalt zu gebieten und irgendwie Stellung zu beziehen. Ja, und genau das ist das Problem. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung nahm die Diffamierung und die Ausschaltung der Minderheit hin. Die Kirchen schwiegen fast völlig. Parteifunktionäre schürten den Hass. Verwaltungs- und Staatsbeamte beteiligten sich sehr loyal an dem Ausschaltungsprozess. Und schließlich die Industrie- und Gewerbebetriebe beteiligten sich ebenso an der ökonomischen Ausplünderung. Na schön, das ist Geschichte, das ist Vergangenheit. Aber wie steht's mit der Gegenwart? Kann sowas nicht normal passieren mit anderen?